toll, dass ihr wieder da seid. Super. Erstmal Check machen, dann kann's richtig losgehen. Check. Noch jemand? Check. Ha, da geht's mir gleich wieder besser. Die Frau Pfarrer ist übrigens auch da. Ja, hallo. Hallo, Richie. Hallo, liebe Familien, liebe Kinder zu Hause. Mensch, Fledermaus, Richie. Ich bin ja froh, dass du wieder besser drauf bist. Deine Laune vorhin, die war ja kaum auszuhalten. Du warst richtig sauer, oder? Ja, Frau Pfarrer, aber nicht auf dich, sondern auf Tim, mein Freund. Auf den war ich sauer. Ja, sag mal, Richie, was ist denn passiert? Der Tim, der hat bei mir übernachtet, weißt du? Und dann stehen wir morgens auf zum Frühstück, also ich. Und ich freue mich so richtig auf mein Müsli. Und was muss ich feststellen? Der Tim, die doofe Maus, der hat einfach mein ganzes Müsli genommen und gerade noch die letzten Reste aus meiner Schüssel geschlürft. Da gab's Krach, kann ich dir sagen. Oh je, habt ihr euch gestritten? Ja, aber richtig doll. Sonst verstehen wir uns ja echt gut, der Tim und ich. Der Tim, der ist mein Freund. Aber heute nicht. Das sag ich dir. Hey, Richie, das tut mir aber leid. Streiten, das ist doch meistens richtig doof, finde ich jedenfalls. Frieden fängt halt schon beim Frühstück an, das hat mal ein kluger Mensch gesagt. Da hat er recht. Beim Frühstück fängt das mit dem Frieden schon an und mit dem Streiten. Mano, Fledermaus. Tja, manchmal ist das so. Da streitet man sich, ne? Aber sag mal, Richie, wer ist denn eigentlich dieser Tim? Den kennst du gar nicht? Kennt ihr den Tim gar nicht? Vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Warte mal, ich habe ein Foto von ihm. Ui, der Tim, der ist ja eine Maus. Ja, genau. Der Tim ist eine Maus und wohnt im Nachbarhaus. Hey, das reimt sich. Na, jedenfalls manchmal besucht er mich und wir spielen zusammen. Jetzt haben wir Streit. Dabei wollten wir zusammen nachher die Tiere in der Fasanerie besuchen. Schau, ich habe schon die Tickets ausgedruckt. Warte. Guck. Ach je, Richie, sag bloß, das fällt jetzt aus, weil ihr Streit habt. Ja, was denn sonst? Natürlich. Aber traurig bin ich trotzdem. Ach Mensch, du Armer. Und der Tim, der ist doch bestimmt auch traurig, oder? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon. Hey du, Richie, soll ich dir mal was sagen? Na, ich glaube, das ist doch eine Lose-Lose-Situation für euch beide. Das heißt, ihr beide verliert, das ist doch ganz doof. Ihr seid beide traurig und keiner geht nachher in die Fasanerie. Ja. Du, ich glaube, ich habe eine Idee. Welche denn? Ja, eigentlich ist es mehr ein Tipp. Aha. Schieß los. Der Tipp übrigens, der kommt nicht von mir, sondern der kommt aus der Bibel. Ja, die magst du ja, weiß ich doch. Ja, stimmt, die mag ich. Ich finde, da stehen sehr gute Sachen drin. Zum Beispiel dieser Satz. Suche Frieden und jage ihm nach. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Naja, zuallererst heißt es, dass Frieden was sehr Kostbares ist. Was eben nicht überall da ist. Und wenn man es hat, kann es halt einfach auch mal schnell wieder weg sein. Hast du ja erlebt, heute Morgen beim Frühstück. Das geht halt schon beim Frühstück los. Manchmal sogar schon früher. Kenne ich übrigens auch. Ja, stimmt. Einfach weg ist er, der Frieden. Ja, und die Bibel sagt halt auch, es lohnt sich, dem Frieden nachzujagen. Das heißt, sich auch anzustrengen, den Frieden wiederzubekommen, weil es doch einfach schöner ist, in Frieden zu leben als im Streit, oder? Das stimmt, ja. Und jetzt, was soll das heißen? Naja, Richie, du könntest doch dem Frieden nachjagen, oder? Und mal gucken, ob du den wiederherstellen kannst. Ja, aber warum ich denn? Warum soll ich denn plötzlich den Streit hinter mir lassen und Frieden suchen? Der Tim hat doch angefangen. Mensch, Richie, bist du dir da wirklich ganz sicher? Hast du mit Tim drüber gesprochen, wie das alles so gekommen ist? So ganz sicher, finde ich, kann man sich beim Streiten nie sein. Stimmt eigentlich. Also ich finde, der Tipp, suche Frieden und jage ihm nach, der hat was.
Natürlich gibt es Streit, aber manchmal kann man den auch einfach hinter sich lassen, damit man wieder schöne Sachen miteinander machen kann zum Beispiel. Ihr wolltet doch in die Fasanerie gehen, oder? Mama, das Telefon, warte mal, da muss ich mal kurz dran gehen. Das ist mein rotes Telefon, stopp mal. Hallo, hier bei Geißler. Ach, guten Tag. Okay, der ist hier, ja? Ich gebe dich weiter. Moment mal. Du, das ist der Tim, der will dich sprechen. Was? Ja, ich glaube, der will sich mit dir vertragen. Kann das sein? Oh, das ist aber toll, da freue ich mich ja aber irgendwie doch. Ja, ich will mit dem sprechen. Wir sind gerade in einer kleinen Aufnahme, insofern ruft dich der Richie gleich zurück. Oder willst du kurz warten? Okay, warte kurz, ja, Moment. Er wartet kurz. Oh, Kinder, ich glaube, ich spreche jetzt lieber mal mit Tim. Eine schöne Pfingstwoche wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, euer Richie. Tja, und schon ist er weg. Hoffentlich haben die beiden richtig Spaß. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung, was zum Mitsingen für euch. Heute mal ohne Band. Lasst euch mal überraschen, wie wir das jetzt gelöst haben. Es ist ein kleines Lied zum Frieden. Wir wünschen Frieden euch allen, denn das tun wir. Euch und uns eine friedliche Woche und ja, bis ganz bald. Tschüss! Hallo Kids, da sind wir wieder. Wir singen euch ein Lied zum Frieden. Wir wünschen Frieden euch allen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist auf Hebräisch. Ich auch. Auf geht's. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Ihr merkt, das kann man auch immer schneller singen. Das macht total Spaß. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Mit euren Geschwistern, euren Eltern oder mit uns. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Tim. Habt ihr gemerkt?